Bis zu 70.000 Kilometer im Jahr fährt Rainer Kniele. Und heute 4 Wiesenten zuliebe. So, guten Morgen. 6 Uhr früh zu Hause in Lenningen-Hochwang. So, auf der Alp ist halt kalt. So viel Proviant, wird das ein langer Tag? Nee, aber ich hasse es, etwas nicht dabei zu haben. Und dann hast du Lust drauf, genau auf die Sachen, wo nicht dabei sind. Langer Tag wird es heute nicht. Ich denke mir, dass wir noch bei Helligkeit daheim sind wieder heute. Ob das so klappt? Auf seinen vielen Reisen vermisst er manchmal seine Familie schon. Das Abenteuer, irgendwo auf der Straße zu sein, das entschädigt wieder für viel. Und er hat immer etwas zu erzählen. Also, wie gesagt, in Bulgarien hat er die Leute garantiert nicht viel Geld, aber jetzt links fahren. Die tischen auf und grillen miteinander und du bist nur der Transporteur, der im Prinzip Tiere dahin gebracht hat. Und das ist natürlich, ja, das zähle ich als Abenteuer, weil du nie weißt, was erwartet dich jetzt und wo kommst du hin. Bombe, ja. Also, 8 Uhr morgens, Ankunft im bayerischen Donaumoos. Den Hof kennt er schon. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr 5 oder 6 Wiesentransporte gehabt. Bestimmt seit 5 Jahren fahre ich das hier des Öfteren schon an. Heute holt er 4 Wiesente nach Neresheim. Diese europäischen Bisons sind Teil eines riesigen Arterhaltungsprogramms. Und im Donaumoos arbeiten sie schon seit 20 Jahren daran, die fast ausgestorbenen Wiesente wieder in Europa anzusiedeln. Nun will auch Baden-Württemberg teilhaben an diesem Projekt. Einen schönen guten Morgen. Der Amtstierarzt und das ganze Team sind da. Rainer weiß, jede Tierart tickt anders. Und Wiesente wiegen 400 bis 600 Kilo. Da nützt Betäuben wenig. Die Tiere müssen von selbst in den Hänger laufen. Und das muss gut vorbereitet sein. Das sind gewissermaßen auch Fluchttiere. Das heißt, überall, wo hell ist, da wollen die hinrennen. Doch auch Tieren hilft die Erfahrung. Die 20 Jahre alte Dalida geht ziemlich gelassen in den Hänger. Die jüngere, Branita, braucht ein bisschen länger. Nach 1,5 Stunden endlich geht's jetzt nach Neresheim. Die erste Ladung 100 Kilometer über Land. Dort beziehen die Wiesente ein ganz neues Gehege, 4,5 Hektar groß. Auf den Wiesen und Weiden werden sie die neuen Landschaftspfleger sein. Wieder zurück im Donaumoos. Auch die Lieblingskuh der Tierpfleger, Don Röschen, zieht um. Zusammen mit Nummer 4. Die junge Sporona ist ziemlich nervös. Dann 3 Paddel, aber ich will sie nicht erinnern. Tierpflegerin Paula lockt. Es dauert. Endlich drin. Rainer fährt sofort los. Jedes Einladen ist anders. Es kann ruckzuck gehen, aber wie wir jetzt heute gesehen haben, haben wir wieder 1,5 Stunden gebraucht, für 2 Stück einzuladen. Das kann man nicht kalkulieren. Eigentlich wollte er ja noch bei Helligkeit zu Hause sein. Sein Sohn ruft alle paar Minuten ungeduldig an. Also gut, freust du dich, wenn ich wiederkomme? Ja! Dann freue ich mich unheimlich auf nachher. Ich habe noch 50 Kilometer bis zum Ausladepunkt. Bis dahin ist es aber dunkel. Zum Glück haben die Neresheimer ein Flutlicht aufgestellt, damit die Neulinge auch sehen können, wohin sie treten. Bürgermeister, Naturschützer, alle haben sie mit ausgeharrt. Bis Dornröschen, Dalida, Sporona und Branita sicher angekommen sind. Ja, Job erledigt. Und in ein paar Wochen kommt noch ein Bulle dazu. Der nächste Job.